Liebe Kunstfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal der Galerie Geiger. Mein Name ist Stefan Geiger, ich bin promovierter Kunsthistoriker und ich leite die Galerie Geiger in der zweiten Generation. Heute begrüße ich Sie aus unserer aktuellen Ausstellung Armando Sea Pieces, also Seestücke, die wir hier an unserem neuen Standort am Seerhein in Konstanz aktuell präsentieren. Armando, der 1929 in Amsterdam geboren wurde und 2018 in Potsdam verstarb, gehört zu den führenden Künstlerpersönlichkeiten der Niederlande nach 1945. Er ist als Schriftsteller, Musiker, vor allem aber als bildender Künstler international bekannt geworden und hat an vielen internationalen Großausstellungen wie der Biennale in Venedig oder der Documenta in Kassel teilgenommen. In den rund 70 Jahren seines künstlerischen Schaffens hat Armandos Werk eine große Entwicklung durchlaufen. In den 50er Jahren hat er als einer der ersten niederländischen Künstler informell, das heißt abstrakt expressiv gearbeitet und dabei schon erste Erfolge erzielt. Anfang der 60er Jahre schließt er sich dann der Gruppe Null an, dem, wenn man so will, niederländischen Arm der internationalen Zero-Bewegung. In der Folge entstehen stark reduzierte, minimalistische, sehr stark materialbetonte Arbeiten, die die ganzen 60er Jahre bei ihm dominieren. In den 70er Jahren entdeckt er dann, dass die Malerei mit Pinsel, Leinwand und Farbe, dass das doch etwas ist, was er nicht ganz aufgeben will, und er beginnt wieder neu, abstrakt, mit Farbe sehr expressiv zu malen. Und es entstehen ab diesem Zeitpunkt Bilder, bei denen die Farbe sehr, sehr intensiv, sehr haptisch mit, man kann sagen, wirklich Händen und Füßen aufgetragen wird. Es ist die Zeit der neuen wilden Malerei, der neuen expressiven Malerei, und Armando gehört bald zu den führenden Vertretern in Europa und nimmt an zahlreichen großen Ausstellungen mit diesem Themenschwerpunkt teil. Viele seiner Arbeiten verarbeiten dabei Erlebnisse, die er als junger Mann während des Zweiten Weltkrieges gemacht hat. Es sind Kriegserlebnisse, es sind traumatische Erlebnisse, die er in seinen Bildern verarbeitet und die über lange Zeit sein Werk prägen und bestimmen. Im Zentrum unserer aktuellen Ausstellung steht ein bestimmter Aspekt seines späten Werkes, nämlich die sogenannten Seestücke oder Sea Pieces. Als gebürtiger Niederländer ist es für Armando wahrscheinlich fast schon natürlich, dass er sich mit dem Thema Meer, Wasser intensiv auseinandergesetzt hat. Bei Armando ist dieses Thema aber vor allem Anlass zu einem malerischen Akt, zu einer Durcharbeitung dieser Wassermassen als malerisches Ereignis. Und das zeigt seine besondere Art, abstrakt dieses Thema umzusetzen. Es ist aufgewühltes Wasser, aber als malerisches Ereignis präsentiert. Und für uns hier am neuen Standort am Seerhein war es natürlich naheliegend, diese ganz besonderen Bilder aus seinen späten Schaffensjahren einmal als zusammenhängender Zyklus zu präsentieren. Ich hoffe, ich konnte Sie auf den Künstler Armando etwas neugierig machen. Sämtliche Werke dieser Ausstellung finden Sie auf unserer Homepage www.galerie-geiger.de sowie weitere Raumimpressionen auf unserer Instagram- und Facebook-Seite. Ich hoffe, wir sehen uns hier bald einmal wieder in Konstanz live. Bis dahin bleiben Sie uns treu, bleiben Sie gesund. Bis dann. Ihr Stefan Geiger.